Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder eine Bücherwoche und zwar die zweite Woche nach Silvester. Also die Bücherwoche Nummer 2 in diesem Jahr, meine Güte, in der ich noch 3 Tage krankgeschrieben war, aber es meinem Rücken doch von Tag zu Tag besser ging. Und man dadurch auch einfach mal ein bisschen erholsamen Schlaf bekommen hat. Also das, danach war ich aber wirklich gesund. Ich habe dann natürlich das Schneechaos nicht kommen sehen. Bei uns, war wirkliches Chaos. Und ich möchte da gar nicht jammern oder meckern und ähnliches, aber man muss halt echt sagen, wenn die Gemeinde, die Region im Schnee versinkt, dann kann man das auch einfach nicht mehr lustig finden. Also bei uns war wirklich Chaos schlechthin, die Dienste sind nicht nachgekommen. Kaum war man gefühlt rechts fertig mit Schoren, war links schon wieder alles voll. Also es war wirklich Massen, die heruntergekommen sind. Statistisch gesehen waren es wohl in den 3 Tagen so viel Schnee wie sonst in 3 Wochen. Und ich glaube, dass darin auch einfach das Problem lag, nicht am Schnee an und für sich, sondern dass der einfach so 3x24 Stunden runtergekommen ist. Es ging so weit, dass wir keine Post bekommen haben, keine Pakete ausgeliefert wurden. Ja, das ist nicht das Wichtigste, aber da sieht man mal, also dass da einfach kein Rein- und Rauskommen sozusagen war. Es war sogar so, auf einer Autobahn bei uns in der Nähe gab es einen 20-stündigen Stau, weil irgendwie ganz viele LKW quer standen, umgekippt sind, ins Schleudern geraten sind. Und wenn man natürlich in so einem Stau drin steht, also nicht sehr beneidenswert, das muss man natürlich sagen. Also es war wirklich unfassbar viel Schnee. War dann auch so, dass ich Donnerstag mit dem Bus gefahren bin. Seit Ewigkeiten habe ich öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Ich bin überhaupt kein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es war einfach so viel Schnee, auch gerade auf unserer Straße. Wir sind ja doch eher Stadtrand und so gefühlt auch eine Nebenstraße. Und 2 von 3 Straßen werden gerade gebaut und sind geschlossen. Und die eine Straße, also das war gefühlt eben auch einfach Chaos. Ich weiß wieder, warum ich nicht gerne Bus fahre, warum ich nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel fahre. Bevor man es einfach mit dem Auto riskiert oder da irgendwo, nimmt man halt den Bus. Und Gott sei Dank konnte ich dann am Freitag Homeoffice machen in Absprache mit meinem Team und konnte sozusagen das Spektakel dann von innen genießen und war da auch sehr, sehr dankbar, dass das möglich war. Aber zum Glück hat der Schnee dann gefühlt passenderweise zu meinem Geburtstag dann doch ein bisschen aufgehört. Ich hatte ja letzten Samstag Geburtstag und ich hätte ihn nicht gebraucht, auch gerade die Massen. Wir mussten auch so die Geburtstagspläne verschieben und ändern. Und gefühlt sind auch ganz viele Pakete und Päckchen und Briefe erst 3 Tage später bei mir angekommen. Ich war wohl ein sehr undankbares Geburtstagskind, da ich keinem irgendwie Danke geschrieben habe. Und so mancher dann doch mal nachgefragt hat, sag mal, hast du nichts bekommen? Und ich ja dann erstmal jeden aufklären musste, bei uns gibt es gerade keine Post. Und da dachte ich schon, Schande über mein Haupt. Aber ich konnte es natürlich nicht ändern. Aktuell sieht es kalt draußen und wir haben einen sehr kalten, stürmischen Wind. Aber der Schnee ist zum Glück erstmal nicht mehr geworden, sodass sich jetzt auch jeder erstmal akklimatisieren kann. In der Hoffnung, dass es dann, auch wirklich im März dann gefühlt auch einfach wieder vorbei ist. Spätestens zur Messe, denn um die Messe haben wir uns auch schon gekümmert. Und ich habe da jetzt auch ein Hotel gebucht. Ich werde Freitag bis Sonntag auf der Messe sein. Und also auf der Leipziger Buchmesse im März und freue mich da schon sehr drauf. Möchte mir aber auch einen halben Tag Messe frei nehmen, um einfach auch mal was von Leipzig zu sehen. Aber das ist noch ein bisschen länger hin, aber sollte jemand jetzt noch Hotel oder so buchen wollen, ich glaube, dann wird es langsam Zeit. Ja, serientechnisch habe ich die 6. Staffel der Gilmore Girls beendet und steckte in der Woche noch in Staffel 7. Dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich habe Ready Player One angeguckt auf Sky, erzähle ich auch ein bisschen was. Aber ich denke, jetzt kommen wir mal zu den Büchern. Ich habe 3 Bücher gelesen. Das erste beendete Buch der Woche war Night Flyers von George R. R. Martin. Die Dunkelheit zwischen den Sternen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es eine Netflix-Serie dazu geben wird. Und ich natürlich durch Game of Thrones ein Fan von George R. R. Martin bin. Gehört habe ich den 3. Teil von Die Frauen vom Löwenhof, Solveigs Versprechen von Corinna Bohmann. Der Abschluss dieser Reihe habe ich ebenfalls wieder gehört, wie auch die beiden Teile zuvor.
Und als letztes habe ich gelesen Ein Laden voller Hückeglück von Rosie Blake. Eine Buchempfehlung von zwei lieben Freundinnen, ganz unabhängig voneinander. Und ja, dieses Büchlein wurde jetzt gelesen, so ein bisschen als Wohlfühlbuch. Wir starten aber natürlich wie immer chronologisch mit dem ersten Buch der Woche, und zwar Night Flyers von George R. R. Martin. Die Dunkelheit zwischen den Sternen wird eine Netflix-Serie, steht hier auch schon groß drauf, und so bin ich im Grunde dann auch auf dieses Buch aufmerksam geworden. Das Buch gibt es aber bereits in Traumlieder 2 von George R. R. Martin. Ich habe Traumlieder 1 hier, da sind ja Kurzgeschichten, Novellen, also Kurzgeschichten, das sieht man auch hier, wobei das schon eher eine Novelle ist als eine Kurzgeschichte wahrscheinlich. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass das nicht daraus hervorgegangen ist, dass dieses Buch im Grunde schon in einem Buch steckt. Das kennt man immer mal von Stephen King, finde ich aber da auch schon nicht so toll. Und hier ärgert es mich besonders, weil das einzelne Taschenbuch 10 Euro kostet und der Sammelband mit einigen mehr Geschichten 15 Euro. Ich habe das Buch jetzt vom Verlag geschenkt bekommen, als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Ich möchte gar nicht meckern, bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich finde es schon irgendwie wichtig, dass eigentlich hervorgeht, dass diese Geschichte schon in einer anderen steckt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo anders noch geschrieben ist. Nein, ich glaube tatsächlich, ich habe es nirgendwo lesen können, dass das Buch schon in einer anderen steckt. Das Schöne ist natürlich an diesem Buch, dass wir Illustrationen haben, die finde ich wirklich sehr gelungen, die finde ich wirklich schön, und deswegen lohnt sich, denke ich, schon der Kauf. Ich persönlich würde aber tatsächlich wohl zum Sammelband greifen, wenn ich sowieso Science-Fiction-Geschichten von George R. R. Martin lesen wollen würde. Ja, ich kenne einige seiner Science-Fiction-Geschichten und mochte die bisher auch immer sehr gerne. Das Lied von Eis und Feuer, da ist er ja eher so ausgebrochen und hat sich an High Fantasy versucht, und das hat er ja relativ gut gemacht, wenn er denn endlich mal fertig werden würde. Ich glaube, auch erst dann kann man die Reihe beurteilen, aber es gibt wohl nichts Komplexeres und Größeres als das Lied von Eis und Feuer im High-Fantasy-Bereich mit so vielen tausenden Charakteren und Orten und Handlungen und Wendungen und Twists und keine Ahnung was alles. Also ich glaube, das ist wirklich die komplexeste Geschichte, die es wohl gibt. Ich glaube halt leider, er hat sich in der auch ein bisschen verloren. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie es endet. Es wird ja jetzt, dauert ja nur noch 3 Monate, bis wir zumindest die letzte Staffel der Serie sehen werden. Und dann können wir natürlich auch mal gespannt sein, was aus dieser Serie wird. Wir befinden uns bei Night Flyers in der Zukunft und treffen auf die Kämpferin Melanta. Und sie ist mit 8 anderen Wissenschaftlern auf eine gewagte Mission gegangen und befindet sich auf der Night Flyers, einem Raumschiff. Und auf diesem Raumschiff soll sie alle anderen Wissenschaftler beschützen, denn sie wollen die Rasse der Volkrien finden und diese auch erforschen. Denn ob es diese überhaupt gibt, wo sie ist und was mit ihnen geschehen ist, soll da bei dieser Mission herausgefunden werden. Wir haben einen Telepathen an Bord auf diesem Schiff. Dieser spürt eine etwas merkwürdige, seltsame Präsenz an Bord, die nicht von diesen Wissenschaftlern ausgeht. Allerdings spürt er diese ein bisschen zu spät, sodass doch sehr viele, beziehungsweise das Team von Melanta ermordet wird und sie jetzt eben die einzige ist, die es aufhalten kann und die Mission beenden kann. Ein sehr, sehr spannendes Buch. Es ist nicht sehr dick, es ist wirklich eine Novelle, durch die man hindurchfliegt. Es hat, glaube ich, knapp 200 Seiten, liest man gefühlt so in einem Rutsch weg, weil es einfach sehr spannend ist, toll gestaltet ist und einfach ein wunderbarer Sprachstil von George R. R. Martin ist. Mir persönlich ist die Geschichte natürlich zu kurz und ich war am Anfang auch sehr verwirrt. Das muss ich ganz klar sagen. Der Start war schon ein bisschen holprig. Ich habe so 30, 40 Seiten gebraucht, was natürlich bei 200 schon eine ganze Menge ist, bis ich irgendwie drin war, bis ich alle Namen mir gemerkt habe, bis ich die Orte begriffen habe, dass ich verstanden habe, wie was zusammenhängt, hat doch einen Moment gebraucht. Und es ist auch
ja, sehr ruhig und sehr langsam erzählt, was einen bei 200 Seiten eigentlich wundert, hat aber tolle Spannungsmomente, die gerade ab der Mitte ja einen wirklich packen und einen nicht mehr loslassen. Und spätestens ab Seite 80 wusste ich, dieses Buch legst du heute nicht mehr weg, weil ich wirklich so im Bann war, so begeistert war, so angetan war und dann auch einfach so im Flow war. Das ruhige Erzählen, ja, von George R. Martin kennt man ja schon. Das ist ja so ein bisschen seine Kunst, würde ich sagen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich empfand auch hier drin gar keine Längen, was natürlich auch auf 200 Seiten, also fast unmöglich ist, dass da eine Länge entsteht. Ich fand es wirklich sehr spannend erzählt, packend erzählt, mit Wendungen, die man nicht erwartet. Auch die Charaktere sind sehr bildhaft und lebendig und fühlen sich irgendwie echt in dieser Science-Fiction-Welt an. Zudem haben wir hier wirklich ja auch den Telepathen, den ich unglaublich spannend fand, und auch diese ja Rasse der Volkrien, die erforscht werden soll. Das ist alles so ein bisschen, ja. Und natürlich Melanta, die ich auch sehr faszinierend fand. Die blieb allerdings leider ein bisschen blass und man konnte nicht so richtig mit ihr mitfühlen und auch ja, der Bezug zu ihr hat ein bisschen gefehlt. Auch war es schwierig, zu all den anderen im Team irgendwie einen Bezug zu bekommen, weil sie halt relativ schnell auch wieder irgendwie weg waren, wenn man so möchte. Das Ende hat mich leider auch ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen. Ich bin nicht so richtig glücklich damit, wie er es hat enden lassen, aber umso mehr ich darüber nachdachte und umso mehr es zurückliegt, umso besser finde ich es. Ich finde es nicht gut. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Bin halt jetzt einfach gespannt, was die Serie daraus macht. Ich denke, aus einem Stoff von 200 Seiten kann man ja durchaus sehr gut 8 Folgen oder was produzieren und es sehr intensiv zeigen und darstellen. Ich habe leider noch keine Infos weiter zur Serie gefunden. Was mir unglaublich gut auch gefallen hat, waren einfach die Illustrationen. Die sind von David Palumbo und der ist wohl dafür bekannt für seine Illustrationen. Mir hat der Name jetzt noch nichts gesagt. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Also es sind sehr schöne Illustrationen drin, die mir auch Spaß gemacht haben und die Geschichte auch wirklich untermalt haben. Also fand ich gut, finde ich nicht unnötig. Es gibt ja manchmal Bücher, da denkt man sich, warum hat man hier Illustrationen? Aber es gibt eben durchaus auch Illustrationen, die man wirklich toll findet, gut findet, die Geschichte unterstreichen und ja auch so ein bisschen die Fantasie im Grunde ja aufleben lassen. Alles in allem ein toller Science-Fiction-Roman, beziehungsweise wirklich eine ja, Kurzgeschichte, eine Novelle mit 200 Seiten. Und wer glaubt, dass George R. Martin auf 200 Seiten nicht eine Geschichte erzählen kann, eine Welt erschaffen kann, der täuscht sich, denn das kann er sehr, sehr gut, mit ein, zwei Einschränkungen eben, aber mir hat es echt gut gefallen. Ich bin mega gespannt auf die Serie und freue mich darauf, die dann auch auf Netflix schauen zu können. Ja, das Hörbuch der Woche war dann Die Frauen vom Löwenhof, Solveigs Versprechen von Corinna Bohmann. Das ist der dritte und abschließende Teil der Löwenhof-Reihe, die ja mit Teil 1 begann, mit Agneta. Ich glaube 1903 hat die Geschichte angefangen. Dann kamen wir, glaube ich, 30 Jahre später zu Mathilda war dann Teil 2. Und jetzt befinden wir uns in den 1960er Jahren eben bei Solveig. Und ich war natürlich sehr, sehr gespannt. Hat mir der erste Band unglaublich gut gefallen. Der zweite Teil hatte schon so die ein oder andere Schwäche. Und hier war ich natürlich total neugierig, was jetzt mit der Enkelin von Agneta und der Tochter von Mathilda im Grunde passiert. Denn Solveig lernen wir kennen. Sie ist im Auto unterwegs mit ihrem Verlobten. Ihre Familie weiß noch nichts davon, dass sie verlobt ist, wie sie sich so ihr Leben vorstellt. Sie hat einen Unfall mit ihm und wird dort sehr, sehr schwer verletzt. Erfährt dann dort, dass ihr Verlobter an den Verletzungen verstorben ist, dass er nicht gerettet werden konnte. Für sie bricht natürlich so ein bisschen die Welt zusammen. Sie zieht sich auf den Löwenhof zu ihrer Familie zurück, wird dann natürlich auch ein bisschen von ihrer Familie gepflegt und gehegt. Leider erfährt sie dann aber doch von den finanziellen Schwierigkeiten des Löwenhofs, denn alles, was einst prunkvoll war und auch die königliche Familie das Gestüt besucht hat und Ähnlichem, ja, das ist alles nicht mehr. Der Löwenhof ist eher noch so ein bisschen ein Schatten seiner selbst und ja, sie merkt recht schnell, dass sie, wenn sie hier bleiben möchte, wenn sie den Löwenhof erhalten möchte, dass sie hier im Grunde etwas verändern muss, dass sie sich mit dem Problem beschäftigen muss, denn ja, dieses heruntergekommene Gut, das kann man so halt
oft auch nicht mehr sehr lange halten. Sie trifft auf Jonas, der ist ein cleverer Geschäftsmann, der dem Hof helfen möchte. Allerdings ist sie nicht so davon angetan, auch ihre Familie lehnt Jonas und seine Hilfe eher ab. Aber ja, ist er vielleicht die einzige Chance, den Löwenhof zu retten. Die Frauen beim Löwenhof hatten es bisher ja nicht immer ganz so gut gewählt mit ihren Männern, mit ihren Liebesgeschichten. Und man fragt sich natürlich, wie wird es bei Solveig nach dem tragischen Start zu Beginn der Geschichte ändern? Und die anderen zwei Frauen waren ja in ihren Geschichten auch immer ihrer Zeit als Frau voraus. Wie wird es hier Solveig ergehen? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung an den dritten Teil, weil ich einfach den Schreibstil von Corinna Boman sehr lieb gewonnen habe. Ich mochte die zwei ersten Teile, ich mochte das Schweden-Feeling, ich mochte die Familiengeheimnisse, die Tragik, die so ein bisschen dabei war. Ich mochte die Twists gerade zwischen den Frauen und der Zeit, in der sie lebten und wie stark diese Frauencharaktere gezeigt wurden, für was sie standen, wie sie eben auch den Weg gegangen sind, den wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen in ihren Jahren gegangen sind. Und das muss ich aber sagen, hat mir leider im dritten Teil doch gefallen. Der Schreibstil ist nach wie vor gut, es ist sehr bildhaft, es ist sehr echt, es fühlt sich sehr lebendig an, aber mir hat unglaublich viel gefehlt. Ich habe überhaupt kein Schweden-Feeling gespürt. Es war irgendwie, hätte diese Geschichte auch an jedem anderen Ort spielen können. Es war einfach viel zu wenig an Orten, die irgendwie sich schwedisch angefühlt haben. Auch so die ganze drumherum diese Welt, es war irgendwie nicht mehr schwedisch, es war irgendwie nicht mehr so, wie man es aus Teil 1 und 2 kennt. Das fand ich unglaublich schade. Es könnte natürlich daran liegen, dass die Geschichte eben einfach in den 1960ern spielt und vielleicht da auch Schweden irgendwie seinen Flair verloren hat, wer weiß. Zudem plätschert die Geschichte auch so ein bisschen vor sich hin. Sie hat den ein oder anderen Spannungsbogen, aber sie war eigentlich sehr eintönig erzählt. Man wusste relativ schnell, worauf es hinausläuft. Es gab kein Familiengeheimnis, was irgendwie gelüftet werden sollte, musste. Und ich fand auch historisch gesehen die 1960er nicht ganz so spannend. Ich glaube, im Nachgang betrachtet hätte der erste Teil vielleicht tatsächlich nochmal 30 Jahre eher spielen müssen, sodass wir hier vielleicht in den 60ern aufhören, wenn überhaupt, und nicht eine Geschichte beginnt. Ich fand es nicht mehr so spannend. Obwohl, wenn man bedenkt, dass die 1960er Jahre doch eigentlich eine ganz spannende Zeit waren, gerade was Frauenrecht und Ähnliches angeht, ist das hier überhaupt nicht rübergekommen. Es gab auch keine Twists, die irgendwie aufgelöst werden müssten. Es gab keine Familienprobleme, keine Probleme zwischen den Frauen der Familie oder irgendwas. Das fand ich wirklich schon fast ein bisschen langweilig. Dennoch hat mich der Schreibstil sehr mitgenommen. Es war auch eine sehr ergreifende Geschichte und das nimmt einen schon mit, das trägt auch die Geschichte. Aber mir hat Schweden einfach gefehlt und mir hat der Flair aus Teil 1 auch einfach gefehlt, wo man halt noch so die Probleme hatte zwischen den Frauen und wie das mit den Vätern und soll hier verheiratet werden. Oh, eine Frau führt ein Gut und oh, die Königsfamilie und Pferdezucht und ja, was macht man die Liebelei, wenn die nicht zum Status passt und Ähnlichem. Das hat mir einfach tatsächlich im dritten Teil sehr, sehr gefehlt. Es ist wirklich der schlechteste Teil und hat, glaube ich, jetzt von mir auf Lovelybooks 3 Sterne bekommen. Also es war ein okay Buch, aber leider überhaupt nicht vergleichbar zum ersten und auch nicht zum zweiten. Und es gab auch tatsächlich den einen oder anderen Moment, wo es sehr dramatisch wurde, wo ich auch immer mal dachte, oh mein Gott, Augen gerollt habe, wo ich wirklich dachte, ich bin hier irgendwie in einer Soap, in einer schlechten Serie. Das fand ich tatsächlich schon schade. Und es war halt auch sehr vorhersehbar, was ich einfach nicht erwartet hätte, denn ich dachte irgendwie, es zieht sich dieses Schema, sage ich mal, trotzdem durch die drei Geschichten durch und dass man überall einfach was zum Mitfiebern hat. Sehr, sehr schade, aber ja. Ich werde dennoch, ich glaube, ich habe zwei Bücher von Corinna Boman hier. Ich werde die natürlich lesen, weil mir ihr Schreibstil einfach gut gefällt. Aber ja, der dritte Teil war leider nichts. Das dritte Buch der Woche war dann ein wunderbarer Wohlfühlroman, Ein Laden voller Hückeglück von Rosie Blake. Ein Buch, das mir natürlich durch das Cover aufgefallen ist, durch den Begriff Hücke, was ich ja wirklich im letzten Jahr wirklich auch so ein bisschen für mich entdeckt habe. Wer noch nicht weiß, was Hücke ist, hinter Hücke, ich hoffe, man spricht es so aus, das ist das dänische Wort für Gemütlichkeit der Seele und auch der Abwesenheit jeglichen Störfaktors. Also es steht einfach für Gemütlichkeit, für da zu sein, wo man gerade ist, für achtsames Jetzt sozusagen und einfach für ein beschauliches
Miteinander. Also egal, ob man gemeinsam isst, Kaffee isst, trinkt mit Plätzchen, wenn man vom Ofen gekuschelt ist oder was auch immer. Einfach so die Jetztzeit und dass man diese eben gemütlich verbringt. Und ja, das Cover hatte mich natürlich, der Titel und dann eben auch noch die Empfehlung von zwei Freundinnen. Da habe ich mich natürlich auf dieses Buch auch gefreut. Wir finden hier Clara wieder, die zurück in ihr Heimatstädtchen in England zurückkehrt. Und dort ist aber die Stimmung nicht wirklich berauschend, eher gedrückt. Denn Luisa muss ihren Spielwarenhandel schließen. So rum. Das hinterlässt natürlich so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack bei Clara. Und sie entschließt sich relativ spontan dazu, den Laden zu übernehmen und versucht so ein bisschen den Hücke-Gedanken, den sie im Grunde aus Dänemark mitbringt, so den Laden zu retten, indem sie eben ein ganz besonderes Besuchererlebnis oder Einkaufserlebnis für ihre Besucher schafft. Joe, der Sohn von Luise, die den Laden aufgegeben hat, will aber gar nichts von Hücke hören, auch nicht von den Ideen, die Clara hat. Und so muss Clara nicht nur Joe irgendwie begeistern, sondern natürlich auch ihre neuen Kunden und dadurch natürlich irgendwie versuchen, den Laden und ihr Geschäft zu retten. Wer hier jetzt aber eine gemütliche Hücke-Geschichte erwartet, bekommt doch so ein bisschen was anderes. Denn es ist natürlich schon irgendwie ein Wohlfühlbuch, ein Buch zum Entspannen, aber es wird natürlich auch eine Lebens- und Liebesgeschichte erzählt, was natürlich vorhersehbar ist, aber manchmal ist ja eben auch einfach der Weg das Ziel. Mir fiel der Einstieg leider auch hier ein bisschen schwer. Er war ein bisschen holprig, es gab wenig Dialoge und es waren auch sehr wenige greifbare Beschreibungen der Charaktere und Orte. Ich persönlich brauche das so ein bisschen, damit ich mir die Menschen vorstellen kann, die Orte vorstellen kann, wo bin ich, wer ist um mich herum, und das hat mir anfangs auf jeden Fall auch ein bisschen gefehlt. Die Charaktere bleiben auch weiterhin eher blass und nicht so richtig greifbar. Clara entwickelt sich zu einer ganz tollen Protagonistin, zu wirklich auch einem tollen Charakter, der wirklich sich angefühlt hat, als würde man mit ihm hügelig sozusagen einen Kaffee trinken. Aber die Nebencharaktere konnte Rosie Blake für meinen Geschmack nicht richtig herausarbeiten. Was es dann tatsächlich doch ein bisschen schwerer gemacht hat, diese Geschichte zu erzählen. Der Erzählstil wird aber nach circa einem Drittel auf jeden Fall besser. Also man sollte auf jeden Fall durchhalten, beziehungsweise versteht man dann den Stil einfach und ist ein bisschen Teil der Geschichte. Ich hatte mich dann gut eingefunden und es liest sich dann tatsächlich auch angenehm, flüssig, und ich hatte auch einfach den Eindruck, durch mehr Dialoge, durch mehr Beschreibungen war man dann einfach auch ein bisschen mehr in der Geschichte. Es wurde dann auch tiefgründiger und greifbarer, was für mich die Geschichte doch zu einer etwas besonderen Wohlfühlgeschichte gemacht hat, die doch auch so ein bisschen Hücke in einem selbst auslöst. Die Orte waren anfangs wirklich ein bisschen schwieriger beschrieben, aber so wirklich ab dem Drittel hat sich das irgendwie sehr gewendet und man war dann doch Teil der Geschichte, was dann eben auch so ein bisschen zu dem Ausgleich zu den etwas blasseren Charakteren geteilt hat. Alles in allem war es ein wirklich sehr schöner Wohlfühlroman, der so ein bisschen dieses Hücke-Gefühl rübergebracht hat, auch diese Idee, wie man das in einem Laden umsetzen kann, auch welche Skepsis Menschen einfach mitbringen, wenn sie jetzt von diesem dänischen Begriff hören, von dieser Einstellung, die ja doch sehr viele gerade skandinavische Länder haben, und wie man das eben auch einfach umsetzen kann für sich selbst, wenn man nicht in einem dieser Länder wohnt. Ich selbst fand das wirklich wieder sehr spannend, das so ein bisschen herauszulesen, auch so überlegt, wie würden vielleicht die Menschen in meiner Umgebung darauf reagieren, wie könnte man sie überzeugen, dass das was Tolles ist, was Gutes ist, dass das was ist, für was es sich lohnt, eben vielleicht tatsächlich auch in den Laden zu gehen oder am Ende eben auch irgendwas dafür zu tun. Ich fand das doch sehr spannend und schön gemacht und ich fand es auch wirklich einfach hügelig. Also es hat so wirklich einen Wohlfühlmoment. Man liest, man ist entspannt und man ist so mitten dabei und man konnte sich's gut vorstellen. Das hat dieses Buch auf jeden Fall geschafft. Mir persönlich waren aber doch einfach so ein paar Kritikpunkte zu viel, dass es dann doch zu einem perfekten Wohlfühlbuch wurde. Also es gab da definitiv schon bessere, schönere und auch interessanter erzählte Geschichten in diesem Bereich. Sodass ich sage, man kann es lesen, man muss es aber nicht. Und es war wirklich okay und ich habe es auch genossen und ich habe es gern gelesen. Aber meine Favoriten aus dem Vorjahr, was dieses Thema angeht, kommt es leider nicht dran. Ja, wie ihr jetzt schon gesehen habt, war es eher eine Woche von okay bis okay und gut.
ist halt einfach so. Ne? Das ist, wisst ihr ja auch von mir, ja, dass ich nicht immer ein Highlight erwarte. Wobei Night Flyers ja wirklich schon mit dem einen oder anderen Kritikpunkt wirklich ein sehr, sehr gutes Buch war. Aber so ist es eben. Es gibt eben auch einfach Bücher, die okay sind, die man gut findet und schön findet und mit denen man auch gerne seine Zeit verbringt. Aber na, es kann nicht immer alles ein Highlight sein. Ja, so ähnlich ging es mir dann auch mit den Gilmore Girls. Staffel 6 und auch 7 habe ich beendet. Dadurch, dass ich auch eben einfach 3 Tage noch krank war, ja, konnte ich natürlich ein bisschen mehr Serie gucken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht. Also ich habe ja so ab der Staffel 5 schon gesagt, oh mein Gott, in welche Richtung entwickelt sich diese Serie? Ich hatte immer so meine Probleme mit Lorelei und Rory wurde irgendwie noch zu dem größeren Problem. Aber ich mochte so das Städtchen, ich mochte die Nebencharaktere, ich mochte die Nebenerzählstränge. Und das hat aber so wirklich in Staffel 6 und dann auch 7 unglaublich nachgelassen. Allein dieses viele Männerchaos, was hier angestellt wurde, die Probleme, die eigentlich keine sind und einfach dieses Bild, was da von Frauen gezeichnet wurde und nein, ich bin bestimmt die Letzte, die sich über irgendein Frauen- oder Männerbild beschwert, aber das fand ich wirklich schlimm. Also wie da mit Menschen, würde ich jetzt einfach mal sagen, umgegangen wird, wie ignorant man ist, wie welche Entscheidungen da getroffen wurden und man steht nur da und denkt sich, warum tut sie das? Und ich glaube, das Problem ist gar nicht die Entscheidung an und für sich, wenn man sie einfach von den Charakteren verstanden hätte. Man ist nicht mehr mitgenommen worden und ja, das fand ich wirklich schade. Ja, ich habe dann auch angefangen, ja, diese zusätzliche Staffel 10 Jahre später zu schauen. Eigentlich gehört es in die nächste Bücherwoche, aber ich packe es jetzt hier mal gleich einfach abschließend mit rein. Es war schrecklich. Ich habe nach einer Dreiviertelstunde in der ersten Folge aufgehört zu schauen. Ich habe es nicht ertragen. Ich habe so oft die Augen gerollt. Ich habe mir gedacht, wo bin ich nur hingekommen? Was ist aus dieser Rory geworden, die jetzt Anfang 30 ist, die sich schlimmer benimmt als mancher 12-Jährige, die irgendwie vergisst, dass sie einen Freund hat, den ständig stehen lässt und vergisst und das Wort wörtlich vergisst. Oder bildhaft, ich weiß jetzt nicht. Und einfach so schrecklich. Und auch Lorelei, die Schauspielerin, ist ja definitiv geliftet, operiert, was ich ganz schlimm fand, dass man ihr das auch nur so angesehen hat. Und ich fand einfach das Verhalten unmöglich. Und das von einer Anfang 30-Jährigen und End 40-Jährigen, also so möchte ich nicht werden. Also ich habe auch, ja, ich finde das ganz schrecklich. Also ich frage mich wirklich, warum man als Frau, die diese Geschichten schreibt, ein Frauenbild schaffen kann, das so ist, das so männerverachtend ist. Und nein, ich bin nicht eine Feministin oder sonstiges, aber ich mag es einfach nicht, wenn Menschen schlecht behandelt werden und das so vorsätzlich und das einfach ignoriert wird. Ich meine, klar, wenn ich eine Dystopie habe, wo Menschen einfach grundsätzlich von der Gesellschaft schlecht behandelt werden und dann gibt es einen Rebellen, dann ist das einfach was anderes. Aber das wurde so hingenommen und das wurde so gefeiert und die Menschen wurden so toll gefunden und ich frage mich nur, warum. Also meins ist das überhaupt nicht mehr. Ich finde es mega, mega schade, wie sich die Serie entwickelt hat. Ich bin froh, dass ich jetzt einfach rum habe, freue mich jetzt auf neue Serien, die da kommen. Unter anderem hat ja, oder beginnt jetzt am Freitag, für euch ja rückwärts, die 5. Staffel von Grace und Frankie, auf die ich mich unglaublich freue. Und ja, Gilmore Girls einmal und nie wieder, muss man ganz klar sagen. Das ist nichts, was ich nochmal schauen würde. Und ich würde auch jetzt diese zusätzliche Staffel schaue ich auf keinen Fall zu Ende. Also das hat mich echt so genervt und also ach, ganz, ganz schlimm. Ganz anders war dann ein Film, den ich angeguckt habe, Ready Player One, der läuft aktuell auf Sky und ich habe ja damals das Buch gelesen, leider ja den Kinostart dann irgendwie verpasst, beziehungsweise lief der, glaube ich, bei uns auch nur 2 oder 3 Wochen und ja, ich war mega gespannt, wie man diese Welt mit, ja, diesem ja, Spiel im Spiel oder das Spiel, was man einfach spielt, das ist ja nicht eine künstliche Intelligenz, sondern ist ja eher diese, eine künstliche Welt, in der man eben durch Brillen eintaucht, in der man ja, Punkte, Geld sammeln kann, dass man auch eintauschen kann fürs wahre Leben. Und wir treffen hier ja auf den Protagonisten, der ein absoluter Spiele-Nerd ist und in dieser Welt, in der wir uns befinden, der Erschaffer dieser Welt ist im Grunde, ist glaube ich gestorben und hinterlässt dem, der eben alle 3 Schlüssel in seinem Spiel findet, mit Aufgaben zu lösen, dem hinterlässt er sein Vermögen und eben auch das Spiel und Rechte an seiner Firma. Und ja, wir treffen hier natürlich so ein bisschen auf Hacker, auf Spiele-Nerds, auf viele Anspielungen der 80er. Und im Buch hat mich ja so manches gestört, die Längen, das extrem Nerdige, so der ein oder andere Charakter. Ich muss aber ehrlich sagen, und das sage ich ja sehr, sehr selten, dieser Film war um Längen besser, cooler,
spannender gemacht, als es das Buch war. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Verfilmung, ein Rüberbringen dieser Welt, eine spannende Handlung, tolle Charaktere, visuell wirklich großartig gemacht und auch wirklich einfach spannend gezeigt und auch wirklich so detailverliebt und wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Das hätte ich nach dem Buch überhaupt nicht erwartet, dass mich der Film so packt, mich so begeistert, mich so mitnimmt. Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn wirklich gerne geguckt, der geht ein bisschen was über 2 Stunden und ich war wirklich mitgefiebert und einfach fasziniert von den Welten. Und ich glaube, kann ihn mir wunderbar auch vorstellen, 3D im Kino. Da wird er, glaube ich, noch einen besseren Effekt gehabt haben, aber so die Story war toll, die Längen aus dem Buch waren raus, die nervigen Charaktere waren nicht ansatzweise so nervig, wie ich sie in Erinnerung habe und es war wirklich einfach cool. Also ein absoluter Empfehlungsfilm für alle, die so ein bisschen Science-Fiction mögen, die diese Vorstellung von virtuellen Realitäten sich einfach vorstellen können und daran Spaß haben, die werden definitiv auch bei diesem Film Spaß haben, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, und ich glaube, das war's. Ich gucke mal kurz auf meinem Spicker. Ja, ich glaube, ich habe über alles gesprochen, von Büchern über Filme und Serien und ja, Schneechaos sowieso und auch ein bisschen über meinen Geburtstag. Ich glaube, jetzt müsste es auch soweit sein am Wochenende, dass bekannt gegeben wird, welchen Robert Harris wir in der Robert Harris Lesegruppe lesen und welches Buch im Leseclub. Da könnt ihr einfach mal unten in der Infobox gucken. Da verlinke ich euch immer die beiden Gruppen, auch die Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten. Schaut da gerne mal rein und guckt euch da einfach ein bisschen um. Und auch gerade beim gemeinsamen Lesen seid da dabei. Ich glaube jetzt theoretisch auch dann am Sonntag oder Montag. Ist das jetzt schon soweit? Welchen Tag haben wir? Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir starten auch mit dem Lavendelzimmer von Nina George. Es müsste jetzt auf jeden Fall irgendwie soweit sein. Wenn euch das noch irgendwie interessiert, schaut einfach im Leseclub vorbei. Seid mit dabei, lasst uns lesen. Würde ich mich mega, mega freuen. Und da ich jetzt, glaube ich, lange genug schon gequasselt habe, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.